Aber nicht nur Ernährung und Bewegung wirken sich auf unseren Körper positiv auf, auch Klänge können wirklich ganz spezielle Reaktionen auslösen. Das wussten ja schon die Urvölker unserer Erde. In seinem Therapiezentrum, da arbeitet Dr. Christian Kobau mit Klangschalen aus Holz und aus Kristall und aus Metall. Und er erzielt damit wirklich verblüffende Erfolge. Viele von uns müssen ganz intensive Gefühlszustände, ob das Trauer ist, ob das Schmerz ist, ob das andere Erlebnisse sind, sowohl im Positiven wie im Negativen erleben, damit überhaupt eine Veränderung möglich wird. Ich bin ein besonderes Beispiel dafür, weil mir passieren immer die wildesten Dinge, damit ich Dinge überhaupt zulassen kann. Vor einigen Jahren, wir waren mit meiner Frau in Peru, ich habe für ein Buch recherchiert über den Amazonas drinnen und wir sind in eine wilde Schießerei hineingekommen zwischen dem Terroristen und dem amerikanischen DEA, dem Drug Enforcement, und waren froh, eigentlich später sind wir draufgekommen, dass wir knapp da davon gekommen sind. Das war nur ein Erlebnis. Und vor 2 Jahren waren wir mit unserer ganzen Familie in Sri Lanka und sind mitten in die Welle hineingekommen beim Tsunami und sind auch glücklicherweise getragen worden, sodass wir alle ohne größere Verletzungen eigentlich überlebt haben. Das war für mich auch wieder ein Anstoß, die Dinge wieder neu zu reflektieren und neu zu bewerten. Und das, glaube ich, kann jeder von uns, und jeder hat ähnliche Erlebnisse auf seiner Weise auch irgendwie, und sollte, wenn er so etwas hat, sollte sich das einfach anschauen und sagen: Herrst, bin das jetzt noch ich oder bin das vielleicht nicht mehr ich, oder sollte ich mein Leben ein bisschen anders bewerten? Seit alters her schon werden von Priestern und Schamanen Gongs und Klangschalen als Modulatoren der körpereigenen Energie verwendet. Was heißt das jetzt? Das heißt, über diese Art von Kristallschalen und Gongs werden bestimmte Resonanzen ausgelöst, die mit dem Körper in Schwingung gehen. Das heißt wiederum, dass unser Körper wie so eine Landkarte ist, auf dem alle unsere Emotionen gespeichert sind, oben und drinnen. Und wenn jetzt ein bestimmter Ton kommt, dann kann er mit einer Emotion, die von Jahrzehnten her schon gespeichert im Körper drin ist, in Resonanz gehen und kann eine Emotion, die unterdrückt ist, hervorholen und damit wieder ins Bewusstsein bringen und damit aber auch wieder auflösen. Wir haben da schon bei Seminaren unterschiedlichste Reaktionen gehabt. Da haben die Leute zu lachen angefangen, sie haben zu weinen angefangen. Da sind alte Stressmuster sind herausgekommen. Eine Frau, die hat einen ganz starken Gong gehört und hat sich in die Kindheit zurückversetzt, wie sie in Wien gesessen ist, im Bunker mit 4 Jahren drin und die Bomber rüber geflogen ist. Dieses Erlebnis ist während dieser Gong-Session wieder rausgekommen und hat sie auf diese Art und Weise wieder etwas erleichtert. Was ist allerdings, wenn wir uns nicht in Resonanz befinden mit unserer Umwelt? Und das passiert ja täglich. Ich kann mit meinem Chef zum Beispiel nicht in Resonanz sein. Ich kann mit meiner Familie nicht in Resonanz sein, mit meinem Umfeld nicht. Und dann gibt es halt Konfrontationen. Und eine Möglichkeit, wie der Körper dann reagiert, wenn er nicht in Schwingung sozusagen ist, dass er krank wird. Und eine typische, auch in diese Richtung hingehende Krankheit ist natürlich die Allergie, wo der Körper gegen das, was von außen kommt oder von innen aufgebaut wird, reagiert in Form einer Abwehrreaktion, einer Allergie. Und da kann ich mich jetzt als Betroffener dann, wenn ich das bin, fragen: Wen kann ich nicht ertragen? Was kann ich nicht ertragen? Wer geht mir auf die Nerven? Und aus dieser Fragestellung heraus vielleicht gewisse Veränderungen oder Adaptationen in meinem täglichen Umfeld einreichen. Ich kann mich natürlich nicht jederzeit verändern, ob das jetzt beruflich ist oder familiär. Oft muss ich mich mit einer Situation adaptieren, auch wenn sie nicht angenehm ist. Aber was ich kann die Bewertung dessen, wie ich dem gegenüberstehe, kann ich verändern. Weil wenn ich mir innerlich sage, der kann mir den Buckel runterrutschen, dann hat das für mich eine ganz andere Bewertung, als wenn ich das hineinschlucke und mein Magenkarzinom bekomme, weil ich immer den Frust hinunter
schlucke und dadurch krank werde. Womit die wenigsten von uns sich beschäftigen, ist das eigene Ableben. Denn jeder von uns glaubt, er lebt ewig, aber es kann von heute auf morgen selbstverständlich sofort vorbei sein. Was würde sein, wenn Sie die Diagnose bekommen, Sie haben noch 3 bis 6 Monate zu leben? Wie würden Sie Ihr Leben dann einteilen? Wäre das ein Unterschied zu dem, wie Sie jetzt leben würden, oder würden Sie einfach so ganz normal weiterleben? Wenn sich jeder von uns diese Frage stellt, was tue ich mit dieser Diagnose, was würde ich verändern innerhalb dieser 6 Monate, und das dann trotzdem zu tun, ohne dass man diese Diagnose hat, das würde sehr viel verändern. Ja, mehr über die Kraft der Gedanken können Sie in diesem wunderschönen Buch nachlesen von Dr. Christian Kobau. Weitere Informationen und auch natürlich die Kontaktadresse zu Dr. Kobau finden Sie wie immer auf unseren Services.